Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir ein bisschen mit Trinity geprügelt. Amaro hat die Schatulle. Die versuchen wir jetzt hoffentlich wieder zu beschaffen. Jetzt sind wir zurück hier in Paititi gewesen, haben uns ein bisschen mit Ezli unterhalten und dann haben wir so einen richtig super mega evil Masterplan, wie wir den Typen platt machen und wir wollen einen auf Scharfschütze machen, deswegen schwimmen wir jetzt hier irgendwie zu unserer Scharfschütze-Position. Ja. Ich würde sagen, das ist so grob zusammengefasst die letzte Folge und auch irgendwie alles, was passiert ist. Da unten, zack. Gut, dass die Sachen immer genau gerade so sind, dass du durchpisst, Mädel, ne? Besser mal Luft holen, man weiß nie. Abgestandene alte Luft, lecker. Bestimmt nicht so nah an diese Geysire und danach. Ja, wir haben einen Vulkan, der bricht aus. Wir hatten eine riesige Schlammlawine in der letzten Folge, der wir ausgewichen sind. Und jetzt weichen wir irgendwelchen Steinklumpen aus. Keine Ahnung, ob ich da oben lang muss oder nicht. Das sieht schlecht aus. Dann verbrennen wir uns mal ein bisschen die Flossen. Und wieder alte abgestandene Luft zu atmen. Ich will halt diesen Feuersachen nicht zu sagen, aber ich wette, das brutzelt gut. Weil es theoretisch schon erreichen wird, wenn man einfach nur durch die Schneisen durchschwimmt, wo der Dampf aufsteigt, weil ich meine, es ist ja auch schon scheiße heiß. Warum muss immer alles umstürzen und zusammenkrachen? Wieso? Können die Sachen nicht einmal einfach halten? Auweia. Unglaublich. Wie kommt der Hubschrauber hier rein? Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Der Hubschrauber ist von... hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Der Hubschrauber ist von dort gekommen. Da ist aber nirgendwo ein Eingang. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, die Lieder mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Two, sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Die Re- Panzer durch die Gegend geflogen? Wie kriegen die Sachen hier rein? Von wo? Macht gar keinen Sinn. Ja, ach. Menge Helikopter. Helikopter-Schrobter. Jaxil, Trinity macht Jagd auf sie. Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Da. Jaxil, ach so heißen die Viecher. Nicht. Okay, Jaxil, so hießen die Viecher. Okay. Sie greifen von allen Seiten. Mit denen hätten wir ja auch schon mal das Vergnügen. Da waren die nicht unsere besten Freunde. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Oh, das wird lustig. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Gut. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Die Quelle des Rauchs hier ist überall, Rauchmädchen. Was ist denn, was ist mit deiner Logik kaputt? Mit deinen Augen, keine Ahnung. Alles brennt total. Oh, die. Shakti. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? Holy.
Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulka. Entschuldigung, die Schlange da oben drauf irritiert mich. Ob die beißen kann? Da nach vorne weg. Wofür habe ich dieses scheiß Helm auf? Der ist doch vorne im Weg. Oh, das sind... ein paar. Königin der Verdammten. Aha. Chell und okay. Ich gehe hier einfach mal durch und hoffe, dass ihr mir nichts tut. Dafür, dass Trinity hier mit... Ach, das sind die Hubschrauber ja schon. Mit Hubschraubern rumfliegt, ist hier echt wenig los. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Weißt du gar nicht, was für eine Verstärkung? Sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Galaxien. Siehst du was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Aufgeregte Funksprüche hat ein bisschen was von Doom oder Quake. Hier Zeta-Team, hoher Rat in Position, halten die Stellung. Wiederhole, hoher Rat ist sicher. Die Brücke hält das Ding doch niemals. Da sind nicht mehr Stützen unter der Brücke. Ich werde voll durchbrechen müssen bei dem Panzer. Gut, dass sie nicht treffen können mit ihren Hubschraubern. Und gut, dass sie so tief liegen, dass die Viecher da drauf springen können. Ihr seid doch komplett bescheuert. Gut, dass dieser Helm hält. Okay. Die sind nicht so erbaut darüber, dass sie hier alles kaputt machen. Oh hey, kennen wir das nicht schon mal? Hier waren wir doch schon mal. Der Weg zum Tempel ist frei. Wir brechen auch durch. Wir sind fast da. Ist das nicht der Tempel Run Tempel? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Warum kann ich nicht laufen? Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen.
gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Ja klar. Hier ist Commander Rock. Alle verbleibenden Einheiten halten. Alle Einheiten. Meine Herren, lasst den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Hier spricht Rock. Nach ich sage, das ist aber nicht unsere Tante, oder? Ja, du mich auch. Fuck, der hätte da auch nicht geballert. Und dann nur, Alter, und dann nur eine Panzer vorbeilaufen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Du hältst uns nicht auf, Croft. Wir sind alle hier. Ja, komm, wenn ich doch das ist der Todeszug. Wir haben die Feuer. Ich will mir die Weltraumordnung gar nicht vorstellen. Das war ja gar nicht so schwierig. Ich würde einfach wieder vorbeilaufen, aber anscheinend soll man dann wahrscheinlich einfach nur sterben. Naja, gut. Dann klettern wir einfach weiter rum. Die Tante hat XJ, Chuck-J, was auch immer, hat ihren Spaß. Rock ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Ich muss sagen, nur weil Schnellreisen verboten ist, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem ins Basislager darf. 7. Ach du meine Güte. Gut, schön, erstmal irgendwas gelevelt. Während die anderen hier erstmal um ihr Leben schreien und kreischen. Oh, hier haben wir sogar Materialien dafür. Gut, Schrotflinte.
man weiß ja nie. Mal in aller Ruhe hier die Waffen aufrüsten, durchladen. Haben wir alle Zeit der Welt. Der Hohe Rat klingt irgendwie so ein bisschen nach Halo. Da hat der Hohe Rat auch ein paar Probleme gehabt. Wieso hast du dich nicht festgehalten, Mädchen? Was ist falsch bei dir? Ach ja, da ist ein Vorsprung, wo man sich dran festhalten soll, aber ich mach das einfach mal nicht. Damit spannender wird. Ja, genau das, so stelle ich mir das vor. Oh, weil es nicht zum Springen war, sondern zum Rüberklettern. Das erkennst du manchmal nicht, weil manchmal sind die Sachen plötzlich zum Springen und an anderen Stellen sind die genau weit auseinander, sind sie dann plötzlich zum, Flachspringen, zum einfach nur rüberklettern. So, das wollte ich sagen, genau. Rock ist auch tot, oh nein, der arme Rock. Keiner hat das sagen, geht alle nach Hause, macht Feierabend, macht Pause. Wie praktisch. Sieht auch schon ganz viele Leute rumgeklettert, das ist nämlich alles abgenutzt. So. Hier muss man vielleicht jetzt wieder springen. Während einem mir die Sachen in die Gegend, in die Fresse fallen. Das ist aber nicht nett. Hier kannst du plötzlich wieder rüberklettern. Hier muss ich plötzlich wieder springen, obwohl es fast genauso weit weg ist wie diese beiden Steindinger. Ja, doch, das macht alles keinen Sinn hier. Du musst diese Enterhaken immer so gut in der Decke halten. Solche Enterhaken hätte ich ja auch gerne. What the fuck, die Kamera hier woanders hin, das ist verwirrend. Ob wir auch so ein krasses Showdown bekommen wie bei der Sache mit der Sonnengrillen. Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Säulen deaktivieren, bevor wir an den Typen rankommen. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen! Mal kurz aufhängen. Hui. Wo ist der andere? Diese Symbole. Ich muss die darin gefangene Energie freisetzen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Okay, der ist unverwundbar. Jetzt sagen wir mal noch einer. Stellung zerstören wollen!
Überraschung! Sagen, hol doch einfach mal die Shotgun raus, Mädchen. Warum bist du so scheiße langsam? Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. So, warten wir, bis der Typ wieder hier ist. So, sind die eigentlich die eben, sind die eigentlich gespawnt? Einfach so random? Leite uns! Hilf uns formen und schaffen! Als wir das kaputt gemacht haben, oder rennen die hier alle gleichermaßen rum? So. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns. Keine Ahnung, was da gerade aufgeleuchtet hat. Wir machen das Ding erstmal hier kaputt. Was zum Verstecken, das ist natürlich gut. Bin hier hoch. Warum? Das ist doch scheiße, dass die alle auf einmal random spawnen, alle aggro auf einen sind. Vernichte alle! Weißt du was? Mir. Halt die Backen. Lass die Sonne verdunkeln. Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt auslöschen. Findet sie. Sie darf sich nicht einmischen. Dann machen wir das eben so. Ist mir auch egal. Ich hab eine Shotgun, wenn es sein muss. Ich wollte F1 drücken. Mann, das ist doch... Wenn die nicht alle direkt spawnen würden, wenn man das Ding kaputt... Oh, ist sich halt doch jetzt... Mal die Rand. So scheiße ist das doch hier. Gut, dann killen wir halt zuerst die Typen, die hier überall rumsneaken.
Schmerzen vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Jetzt alle Idioten. Hilf uns formen und schaff Stärke und erheben. Müssen wir die Sachen nicht kaputt machen? Kann ja nicht so schwer sein. Ja, natürlich müssen die random wieder, wo man ist. Warum slidest du da zur Seite, Mädchen? Das hätte Honorato nicht gewollt. Wo ist der andere? Oder Witz, wo ist der? Da waren noch zwei. Nicht, dass mich das jetzt effektiv stört, wenn der weg ist, aber komisch ist es halt schon. Und da hinten habt ihr gerade im Gras jetzt gerade gesehen. Was? Wieso? Bin ich jetzt verbrannt? Boah, das ist doch nicht mehr lustig. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Nervensäge. Ukulkan, schütze uns, leite uns, hilf uns formen und schaffen. Stärke und erheben. Das war zwar von vorne, aber naja, Überraschungseffekt genug. So, kurz einmal einmatschen. Hier ein bisschen Matschepampe nehmen. So, also das Ding kaputt machen, alle Leute abklären, glücklich sein. Ich weiß nicht, wie ich diese Katze jetzt noch angucken muss. Es kotzt mich langsam an. Finde sie! Sie darf sich nicht einmischen! Oh.
das alle? Ich meine, ja, wäre mir schön, dann muss ich nicht so viele wieder umlegen. Reicht das jetzt wieder welche spawnen? MG und dann hilft es nicht mehr krass viel, weil die Typen nicht irgendwie alle dauernd wegballern. Den scheiß Bögen. Dummes, destruktives Kind! Und tot. So. So, noch eins von diesen Dingern. Nachdem wir den noch gekillt haben. Ich hoffe, das ist kein endlos Respawn von den Leuten, weil das wäre nämlich echt nervig. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt. Gut, dass die Zeremonie so lange dauert. Ich zähl mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Oh nö. Ich hoffe, ich muss in dem Modus nicht irgendwas Besonderes mit dem Typen machen. Wer hat da mich geschossen? Will der von mir? Ah, Angriff. Mein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Ich hab dich am Leben gelassen, Mama. Oh. Bis jetzt. Och nö, warum fällt die denn jetzt plötzlich darunter? Weh, ich muss diese ganzen Typen wieder von vorne frei machen. Ist ein Gott! Ich hab dich am Leben gelassen, Mama. Bis jetzt! Der zwei Shotguns überlebt, ist schon verwunderlich. Arroganz. Arroganz.
beschütze Faititi, nicht du! Ja, ja, lach du mal. Ich hab dich gefühlt. Greif mich nur an! Verdammt, Sultan macht mich nur noch stärker! Arroganz! Oh, wir haben einen Typen umgebracht, finde ich gut. Steh auf. Ach man, jetzt brauchen wir nicht so lange zum Anvisieren, Mädchen. Warum? Dämliche Verringerung machen, damit die zielt. Diesen Lockup, diesen Headlock. Ist hier noch irgendwo Munition? Außer Pfeile? Nein, warum springst du da runter plötzlich? Ich bin gerade gelaufen und nicht zur Seite gesprungen, du blöde Kuh. Arroganz. Auf seinen scheiß Kopf, Lara. Mach das doch einfach von alleine. Warum sollte ich woanders hinschießen wollen? Meine Güte. Stell dir die so blöd an. Geh weg! Mein Güte! Warum verbrennst du, blöde Kuh, jetzt schon wieder? Ich halt's nicht aus! Kann ich deinen Gott verschießen? Mach mal auf.
Och, leckt mir doch die Eier, ihr blöden Nervensägen. Ist ja nicht so, dass die Tante sowieso schon nicht zielt von alleine. Ja, wir hatten die Zwischensequenz schon 20 Mal. Hallo, heil dich, blöde Kuh. Ich habe dich verklügert. Ich habe dich verklügert. Jetzt steh auf, meine Güte. Geht doch. Die anderen? Es tut mir leid. Schütze, Paditi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Oops. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen, das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein, du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott?
Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Weißt du, wie man das Lara opfert? Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Also haben sie jetzt nur die Energie in ihr geopfert, aber nicht Lara selber? Die kenne ich. Unuratu. Meine Mutter. Kriegerin. Rebellen. Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komm ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Hauptsache erstmal drei Achievements auf einen Schlag bekommen. Ja, ihr kennt das. Ich lasse die Credits durchlaufen und die Musik erstmal klingen. Thank you.
In Anbetracht der Tatsache, dass kein weiterer Text mehr folgt, habe ich die Befürchtung, dass nach ganzen, keine Ahnung, 20 Minuten oder was der Scheiß jetzt gegen die Credits endlich vorbei sind. Wow, krass. Oh, fuck. Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Sollte ich das Bild kennen? Okay. War es das jetzt? Neues Spiel Plus freigeschaltet. Natürlich habe ich Bock, das Spiel noch schwieriger, nochmal ein neues Spiel, nur diesmal viel schwieriger. Nein. Genau, ja, Okay. Ich sehe, wir können ja doch Pikesergeber machen. Keine Ahnung. Ob ich das tun werde, ich verspreche nichts. Falls, dann werdet ihr es früher oder später sehen. So, aber Shadow of the Tomb Raider, Definitive Edition unter Linux. Ja, ich muss sagen, Feral hat einen echt guten Port dahingelegt. Das muss man denen allerdings lassen. Das Spiel selbst an sich ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich habe es gerne gespielt, auch wenn ich mich sehr oft über diverse Gameplay- und Logikfehler und Konfuzius-Zuzis, ihr wisst schon, Verwirrungen beschwert habe, die stören mich auch immer noch so ein bisschen, dass da so ein paar Sachen bei sind, wo ich mich einfach denke, so wie du. Aber an für sich ganz okay. Ganz kann man machen. Ist empfehlenswert, kann man spielen, sollte man spielen. Ja, genau. Damit haben wir auch offiziell dann jetzt die neue Tomb Raider Trilogie dann durch. Wir haben ja 2013, Rise of the Tomb Raider und jenes hier alles durch. Jedes unter Linux, soweit ich weiß. Das 2013, da war nur ziemlich kacke. Der Port, der war scheiße. Also, nicht scheiße, aber er war halt performance-technisch nicht so die Krönung, würde ich behaupten. Naja, ist auch nicht egal, darum geht es gar nicht. Hier auf jeden Fall ziemlich geil, genau wie Rise of the Tomb Raider. Beide ziemlich geil, sehen Hammer aus. Kann man spielen, sollte man spielen, auf jeden Fall. Ich habe es gern gespielt, ja, genau. Wie es mit Lara Croft weitergeht, in Anführungsstrichen, sehen wir mal. Ich habe ja die ganzen alten Tomb Raider Spiele auch mittlerweile mir mal zugelegt, also halt Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Legends, Tomb Raider Underworld und Angel of Darkness und Chronicles und 4 und 3 und 2 und Last Revelations, was glaube ich der dritte ist oder der vierte, keine Ahnung, die ganze Palette. Das einzige, mit dem ich ein kleines bisschen Schwierigkeiten habe, das vernünftig zum Laufen zu kriegen, ist das allererste Tomb Raider. Aber das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn man Anniversary gespielt hat, soweit ich weiß, hattest du im größten Teil die gleichen Inhalte, ist nur ein bisschen kürzer, glaube ich, als das originale Tomb Raider 1, aber ist auch egal. Dann schauen wir mal, ob wir Legend oder beziehungsweise idealerweise mit Anniversary anfangen, dann ja, Underworld ist das dritte, das letzte von denen, also Anniversary. Oder Legend, dann Anniversary und dann Underworld? Nein, Anniversary, Legend, Underworld, glaube ich, keine Ahnung. Die andere Trilogie von Anno Tobak und dann die anderen Trilogien davor und sowieso und überhaupt. Schauen wir mal, ob das dann früher oder später auch mal hier auf dem Kanal spawnen wird. Wenn, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Ne? Abonnieren und so, ihr kennt den Spaß, dann kriegt ihr das noch mit, ne? Wobei dann noch diese komische. Ich fange erst gar nicht an, euch zu erzählen, wie man den Kanal abonniert und diese Kackglocke aktiviert. Das sollte eigentlich jeder, der auf YouTube ist, wissen. Und ihr kennt mich, ich bin eigentlich keiner, der sagt, hier, Digga, wenn dir das Video gefunden hat, lass mir ein Like da. Nein. Ehrlich gestanden, finde ich das ziemlich nervig.
Aber das ist eine persönliche Einstellung zu der ganzen Sache und gehört jetzt nicht zu dem Spiel selber. Ich bin einfach nicht der Typ, der euch andauernd zu sagen hat, was ihr zu tun habt. Ihr könnt das schon selber entscheiden. Ihr seid groß. So, ja, genau. Shadow of the Tomb Raider. Geiles Spiel. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich mir zwischendrin teilweise sehr viel Zeit gelassen habe zwischen den verschiedenen Aufnahmen, sag ich mal. Ich mache das hier immer so in Blöcken, sag ich mal, und cut das immer so in verschiedene Folgen auseinander. Das Ding hier ist jetzt eine fucking Stunde und 20 Minuten lang, wovon wahrscheinlich die Hälfte mittlerweile Abspann ist oder sowas. Dann muss ich mal schauen, ob es sich da lohnt, da irgendwas zu cutten. Nicht, dass die eine Folge dann irgendwie nur noch aus Abspann besteht. Gefühlt, das wäre ziemlich scheiße. Also, ist ja auch wurscht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Dabeisein, fürs Verzweifeln, fürs wahrscheinlich Fluchen, fürs mich ertragen. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, genau. Und find's gut, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in irgendeinem x-beliebigen anderen Display wieder. Mal schauen. Ich meine, ihr habt da noch ein bisschen Halo. Ich habe da ganz viele tolle Dinge auf dem Kanal. Also das kann man... Hat man viel zu gucken, ist die Frage. Je nachdem, wie alt es ist, ist es ziemlich cringy. Also ich krieg's nicht auf die Reihe, die alten Videos von mir anzugucken. Da kriege ich einen Affen. Aber ist doch egal, ist eure Entscheidung. Ja, da habe ich auch noch ein bisschen was offen. Ich habe noch ein bisschen was offen. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich habe ein bisschen was. Ich habe schon einiges hinter mir. Also. Ja, genau. Würde ich sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und auf Wiedersehen und tschüss.